Am 24. August wechselte das Tierkreiszeichen Löwe in die Jungfrau. Was bringt den Jungfraugeborenen das neue Lebensjahr? Und damit begrüße ich euch alle herzlichst. Das Element der Jungfrau ist die Erde. Und das bedeutet eine ausgeprägte Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. Der familiäre Zusammenhalt ist die tragende Qualität im Leben der im Zeichen der Jungfrau Geborenen. Sie verleihen ihnen Kraft und Energie. Ihre Hilfsbereitschaft geht sogar bis hin zur Selbstaufopferung. Aber was bringt der Jungfrau jetzt das neue Lebensjahr? Bisher ist es dir leicht gefallen, deine Vorhaben und Pläne anderer verständlich zu machen. Du hast viel recherchiert, nachgelesen und Gespräche geführt. Deine flexible Haltung zu den Menschen erleichtert dir den Zugang zu ihnen. Das bringt dir für deine Vorhaben den gewünschten Erfolg und Gewinn. Zurzeit hast du deinen Schwerpunkt auf die Liebe und ihre Gemeinschaft gerichtet. Deine Beziehungen befinden sich im Gleichgewicht. Aber das Maß deiner Liebe und das gegenseitige Verständnis sind entscheidend, ob du eine schmerzliche oder heilsame Erfahrung machst. Im Beruflichen solltest du dich in deinen Plänen von niemandem abhalten lassen. Vielleicht ist es einmal Zeit abzuschalten. Und damit du zur Ruhe kommst, buche einen kleinen Urlaub, sodass du wieder zu neuer, nötiger Kraft und Energie kommst. Die Jungfraugeborenen sehen ihren Beruf nicht als Last, sondern als eine Berufung und Bestimmung, wie Essen und Trinken an. Dazu bist du geschaffen und mit deiner Genialität wirst du deine Arbeitsweise optimieren. Liebe Jungfraugeborenen, wir befinden uns, besser gesagt, du, es geht um dich, du befindest dich im Sonnenjahr 2017 und das ist für dich dein Sonnenjahr, das Sonnenjahr des Glücks. Lebe bedächtig im Zeichen der Sonne, dann ist dein Leben von Glück und Erfolg gekrönt, im Privaten wie im Beruflichen. Also, auf dich wartet eine gute Zeit und ein wundervolles Leben. Euch allen wünsche ich ein wunderbares, erfülltes Sonnenjahr. In Liebe, eure Deria.